Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Lochrin. Genau, Techno Thüringen. Wir sammeln weiter Holz ein. Aktuell ist immer noch die Düngerstreuer bei auf Feld Nummer 38. Der Wachstum bei anderen Pflanzen ist zumindest bei 50%. Das heißt, die Ernte rückt näher. Nachdem wir das Holz alles verkauft haben, überlege ich mir wahrscheinlich, um es vorzubereiten, zum Maschinenhaus zu fahren. Aber aktuell werden wir mal das Holz erstmal einsammeln. Wir haben ja hier ein bisschen gemischt, vorne haben wir kurz, hinten haben wir lang. Natürlich etwas ungünstig, ne? Aber ich hatte irgendwann mal einen anderen Holzvollender gehabt und andere Längen genommen. Und dadurch ist es ein bisschen anders, weil ich habe es probiert mit 6 Meter zu machen und eine halbe zu nehmen. Klappt nicht ganz so, weil die fallen ja immer nicht mehr genau da, wo sie sollen. Den einen will ich noch haben, dann bin ich um alles weg. Ah, zwei. Ist auch wieder ein gefährlicher Unfall, ne? Aber ich rutsche hier noch weg. Oh, der eine ist fertig. Dann switchen wir kurz rüber. Wo sind die Sonnenblumen auch gedüngt? 100%. So, Wachstum ist klar. Messen wir ganz kurz. Bei 33%. Das ist auch so gut so, weil dann können wir die nämlich in aller Ruhe separat ernten, ohne dass wir Stress haben mit den anderen Früchten, Weizen und Gerste und Raps. So, der hat auch nicht viel gebraucht. Auch schön. Den fahren wir mal weg. Mal schauen, wo wir den besten hinfahren. Am besten eine Halle irgendwo rein, rückwärts. Oder vorwärts rein, das geht auch. Dann soll man sich vorwärts quälen als hinterher, ne? Schau mal. Ja, ein bisschen aufräumen. Holz haben wir schon genug gemacht heute. Aufnahme läuft, ja. Dann mal gucken. Ich darf uns hier. Wir fahren rückwärts rein. Wir werden nämlich hier die auch die Pflanzenschutzsachen reinbringen. Versuchen wir unser Glück. Normalerweise hätte ich jetzt voll gemacht, aber Regen, ne? Nö. Ist auch Quatsch, aber hätte ich auch ruhig voll machen können. Ah, nun ist egal. So, der war drinne. Jetzt holen wir uns gleich eine Feldspritze, noch eine unten, gleich zwei Stück. So eine Halle ist auch nicht schlecht. Sondern bei den großen Geräten ist es äußerst hilfreich, weil jetzt uns keine Chance gehabt, die riesigen Geräte reinzukriegen. Der hat doch den anderen verkauft. Gerade ich mir auch einen John Deere gehabt und da hat doch entschieden, verkaufen. Aber dann können wir nämlich Raps 2 Drescher nehmen.
und Weizen, Quatsch, Gerste, je einer. Überladerwagen haben wir nur einen, ne? Naja, gut. Man lernt nie aus. Wir brauchen noch Überladerwagen, dort noch einen zweiten. Naja, gut, aber. Können wir halt mal einen anderen Marke kaufen, ne? Kann man den reinkriegen? Halbwegs gerade. Weil der Bruder nämlich schwer lenkbar, weil die Achse hinten, ob das nun beweglich ist. Wahrscheinlich Absicht zum Ärgern. Ah, okay, wir haben ihn rein. Passt schon so. Wollen wir gleich einen zweiten holen. Haben wir ein bisschen Platz geschaffen, ne? Ordnung muss sein. So. Die Anhänger lasse ich mal immer stehen. Meine Einzelnen kann ich ja reinfahren, aber der Doppelgespann wird dann schwierig, ne? Wird wieder anhängen vor allen Dingen. Faktor ist bei 12%. Ja, Überladerwagen kaufen. Ja, das ist ein bisschen zu weit gefahren. So, nun wieder für Montag, ne? Ja. Hoffe, ihr habt die Woche gut überlebt. Ja, da ist schon eine. Laut Vorhersage sollte es dann heute entsprechend Wetter ein bisschen kühler werden. Im Westen ein bisschen früher als im Osten. Zurückfahren, genau. Wenn der Schicksal das so will, kommt es halt da rein, ne? Oder auch nicht. Das ist ja auch was zum Fahrerhaufen hier. Die fahren wie sie wollen hier. Da doch eine Mitte rein. Aber nicht so schräge. Ja, aber richtig gezuckt, richtig gerade. So, war auch verstaut. Überlegen. Den packen wir daneben. Da rein. Das sind die alle drin. Holz. Seemaschinen. Das wird gleich was auch in Gang kommen muss. So. Tut schon so geht. War bei den Regen noch nicht sauber geworden. Oh, doch den. Wollte sagen.
So. Also nicht sauber ist, als die Blöde ist, ansonsten geht's. Gut. Das ist unser LKW. Überladerwagen. Beziehungsweise vom Transport für schwere Sachen, ne? So ist schön. Ob man sie noch verlängern könnte? Tatsächlich. Die kann man verlängern. Wie weit? Ah, geht man den auch. Das ist gut zu wissen. Für unseren, ja. Schneidwerk, die werden zwar nicht festgehalten. Also kann man die einklemmen. So, den stellen wir auch hier ganz geschickt. Nehmen wir alle Anhänger hin. Und scheint der Regen ein bisschen aufzuhören. Aber das gibt es hier auch so was, ne? Ein paar Resttropfen. So. Was wir machen werden, wir brauchen ja die LKW für Transport unseren Waren, also einen müssen wir, den roten nehmen wir für Raps, den Kurs haben wir gleich ein. Das war der verkehrte Punkt, weil die müssen nämlich rechnen, Raps geht ein bisschen weniger rauf. Also mengenmäßig, aber Gerste ist ja weit mehr Hektar pro Hektar Ernte. Aber wäre das ganz klug, wenn man den 2er gespannt für Gerste nehmen und den 1er gespannt für Raps. Ein Weizen machen wir zum Schluss. Ups. Wird sogar trocken jetzt, obwohl immer noch Regen vorher sagt, ne? Also. Naja, die beste Vorhersage ist halt, wenn man vor Nase hat, ne? Naja, ein paar Tropfen fallen immer noch. Es ist halt wichtig, dass wir jetzt genau haben wir zu, ne? Trocken bleibt, ne? Ist eh nass geworden, aber egal. Die müssen den Raps hochfahren und das heißt entsprechend, das macht die Sache jetzt kompliziert, weil die Strecke mit die Strecke wird ja auch gefahren von den anderen Fahrer. Das heißt, wir müssten hier irgendwo abfahren. Denn wenn er im Weg steht, ist das ein Problem. Das heißt, wir müssen hier anfangen. Wenn wir mit dem Überladerwagen ankommen, das ist auch ganz wichtig. Fangen wir hier an. Hinter dem Schuppen fahren wir dann rein und dann fangen wir, ja, das kann so funktionieren. Wir wollen zum Hof.
Die anderen LKWs fahren ja auch hier lang, aber nicht hier direkt, sondern an der Straße. Das heißt, sie müssen ganz rechts fahren. Wenn einem entgegenkommt, Verkehr, sich nicht kreuzt. Hier wird keiner entgegenkommen. Da fahren wir entsprechend andersrum. Wir fahren trotzdem rechts. Falls dort nochmal eine Änderung kommt. Aber aus Gründen der Logik können wir hier keine zwei Fahrzeuge fahren lassen, entgegengesetzt, weil es zu schmal ist. Dann müssen wir um den Acker fahren und um den Acker fahren. Wenn da mal eine Frucht ist, ist das ärgerlich und kaputt geht. So, jetzt fahren wir zum Lager, unserem neuen Lager. Später wird das Lager hier wieder aktiviert. So denke ich mal heute. Ich habe damals geglaubt, wenn ich verkaufe, dass er weg ist. Irrtum. Nicht so der Fall. Dann fahren wir jetzt hier rum. Ja, das war nicht so gut. Kurz Pause. Pause heißt, wir fahren wieder zurück auf Anfang, also nur so, wo wir wieder neu starten werden. Zwar löschen wir wieder ein bisschen was und fahren nun weiter. Jetzt war ein schöner Sprung. Wir können auch näher noch einen Traktor fahren lassen, zur Not, wenn es zu na schon so viel wird. Jetzt fahren wir links rum, unseren Weg runter, neben unserem Wald. Fahren wir die Kurve nicht so schnell. Besser, er fährt ein bisschen langsamer, bevor er da ständig irgendwo eine Böschung liegt, ne? Oder ein Baum. So, und hier geht's wieder links. Richtung Dorf, Gemeinde, Stadt, keine Ahnung. Von der Größe eher ein Dorf. Alle so eine schmalen Straßen. Nicht zu empfehlen, von beiden Seiten zu fahren. Bei der nächsten wird es ganz eng. Da wollen wir jetzt ganz rechts hier fahren, wir schwenken links aus, damit wir die Kurve besser kriegen. Wir fahren auch langsam. Hat ganz gut geklappt, dass wir hier auf der rechten Seite fahren. Immer wenn wir entgegenkommen, dann ist da so die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es schief geht. Jetzt fahren wir halt diesen Bogen, den ich mal vorhin sagte, über die hinter der Hütte vorbei. So einen alten Schweinestall, was so aussieht hier. Hin zum Feld. Genau. Fertig. So. Jetzt wollen wir abspeichern, und zwar Überführung
Sprung hört 60. Hof Silo, ne? Ohne I. E. E. O. Speichern. Und stehen lassen. Also wir werden auch vorspulen, wenn wir nichts zu tun haben. Den fahren wir jetzt auch Richtung Feld Nummer 60. Repariert, alles okay. Sauber gewaschen. Das fliegt. Das fällt mir jetzt mal so auf. Der Scheibenwischer fliegt weg. Wie ein Pfeil. Fehler gefunden. Aber gut, dass ich mal trage. Es gibt Schlimmeres. Also wollen wir mal sehen, ne? Das ist nicht der Original-Drescher, das ist ein Mod. Den kann man in mehreren Farben wählen. Original, glaube ich, gibt es nur in Schwarz, glaube ich. Das Vorbereiten ist wichtig, wenn die Ernte losgeht, dann wir da keine Zeit verschenken. Also zwei Mähdrescher Richtung Raps, Gerste. Weil Weizen zum kleinen Zeitspann wäre weit weg vom Schuss. Würde zwar auch gehen, aber das wäre ja ein bisschen zu sehr aufteilen. Ungünstig, unnötig Stress. Aufstehen. Liegen alle am Strand irgendwo, zu warm, oder? Naja, gut, mit 40 Grad für Mitte Sommer. So, da sind wir. Nummer 1. So, wir speichern mal ab, macht automatisch. Einsteigen. Das wäre so, wir brauchen aber nicht vorne, schneid weg nicht. Ja, das ist dasselbe Modell, deswegen. Da vorne, also das Ding werden wir hier mal rechts ablegen oder an der Halle ran. An der Halle ran geht auch, da steht im Weg. In der Halle fährt es so nicht rein, das ist viel zu eng. So, sollen wir auf vorne gehen? Da könnten wir zur Not die Sonnenblume unterstützen, aber tendiere eher in den beiden anderen Schneidwerken das arbeiten lassen werde. Mit je Eigengerät, das gibt's sogar. Wieso ist der so kaputt? 1%, alle repariert. Ach, die habe ich neu gekauft. Dann ist er schon die Strecke gefahren. Ah, das kann sein. Oh. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Natürlich freue ich mich über ein Like und ein Abo. Ich sage mal danke dafür. Dann sagt mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.